wir alle haben Erfahrungen in unserem Leben, die uns verändern. Und wir alle lernen von Menschen wie meinem Vater. Aber am Ende des Tages sind es nur wir. Und wir sind nur dafür verantwortlich, uns selbst glücklich zu machen. Wer waren deine Lehrmeister? Und was machst du selbst aus dem, was du gelernt hast? Ich bin kein Mensch, der sich oft verteidigt. Ich lasse meine Taten für mich sprechen. Was macht dich persönlich stark? Zu oft im Leben passiert etwas und wir geben anderen die Schuld. Dass wir nicht glücklich, zufrieden oder erfüllt sind. Der Punkt ist also, dass wir alle Wahlen haben. Und wir treffen die Wahl, Menschen oder Situationen zu akzeptieren oder Situationen nicht zu akzeptieren. Ist dir bewusst, dass du immer mehrere Optionen hast, auch wenn es nicht so aussieht? Manche Menschen können morgens aufstehen und den ganzen Tag PlayStation spielen. Aber so bin ich nicht. Lebst du nur in dir bekannten Welten oder trittst du auch aus deiner Komfortzone heraus? Meine beste Eigenschaft als Spieler ist, dass ich im entscheidenden vierten Viertel eines Spiels einen unbedingten Siegeswillen habe und mir sicher bin, dass wir gewinnen werden. Welche Eigenschaften hast du, die dich im Leben weiterbringen?